Ja, moin moin. Ich habe einen Zugang zu Closed Alpha von Darwin Project bekommen und wollte euch hier einmal vorstellen, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Darwin Project betitelt sich selbst als Battle Royale Game, allerdings finde ich, lässt sich das Spiel eher mit dem Film Hunger Games vergleichen. Aber fangen wir mal von vorne an. Darwin Project findet in der postapokalyptischen Landschaft der nordkanadischen Rocky Mountains statt. 10 Spieler spawnen nach einem kurzen Aufenthalt in einer Lobby, in einer Arena, die aus 7 gleich großen, wabenförmigen Bereichen besteht. Die Bereiche werden nach und nach geschlossen. Ein geschlossener Bereich macht deutlich mehr Kälteschaden und ist dementsprechend zu vergleichen mit der blauen Zone aus PlayerUnknown's Battlegrounds, dem grünen Gas aus H1Z1 oder dem Sturm aus Fortnite Battle Royale. Man sollte sich dort also nicht zu lange aufhalten. Jeder Spieler hat einen Bogen und eine Axt dabei. Für den Bogen muss man Pfeile herstellen und die Axt kann man schärfen. Außerdem kann man Fallen erstellen, seine Laufgeschwindigkeit tunen, seinen Frostwiderstand verbessern oder eine Rüstung erstellen, die einen Schlag mit der Axt oder einem Pfeil aushält. Dafür braucht ihr jeweils Ressourcen, von denen es derzeit nur 2 gibt: Holz und Leder. Diese kann man durch Fällen von Bäumen, Zerlegen von Sesseln, Töten von eigenartigen Hirschen, Looten von Loot Crates oder durch Looten von umgebrachten Spielern erhalten. Frost ist allgegenwärtig und zieht euch, je nachdem wie ihr equipped seid, nach und nach die Frostleiste leer. Wenn diese leer ist, bekommt ihr relativ schnell Schaden und sterbt recht früh. Um das zu verhindern, könnt ihr ein Lagerfeuer aufstellen und die Frostleiste damit wieder auffüllen. Allerdings wird das Lagerfeuer für alle anderen Spieler auf der Minimap angezeigt. Man kann ebenfalls andere Spieler aufspüren, indem man abgeholzte Bäume oder andere verwendete Gegenstände der Spieler scannt. Macht man das, kann man für einige Zeit genau sehen, wo sich der Spieler gerade befindet. Quasi ein legaler Wallhack. Aus elektronischen Gegenständen, die sich ab und zu an einem zufälligen Ort materialisieren, kann man eines von 3 Power-Ups erstellen. Ein Schild, einen Tarnanzug und einen Teleporter, die sehr gute und wichtige Gegenstände im Kampf gegen die anderen Gegner sein können. Ein Spielleiter kann ebenfalls ins Geschehen eingreifen und Zonen schließen, eine Menschenjagd veranlassen, bei der ein einziger Spieler für alle anderen Spieler für eine gewisse Zeit zu sehen ist, außerdem können noch ganze Bereiche mit einer Atomrakete abgeschossen werden und man kann sich sogar mit Spielern verbünden. Gewonnen hat der, der am Ende als letztes überlebt. Axes and trying to kill one another. Deny. Gonna go ahead and teleport away. Deny doesn't want any part of this. Meanwhile, Halitech. Darwin Project ist damit nicht nur ein sehr schnelles Spiel, dessen Runden zwischen 10 und 20 Minuten dauern, es ist auch endlich mal eine neue Art von Spielkonzept von einem Indie-Entwickler, der hier unter Beweis stellt, mit wie wenig Mitteln man ein gutes Game auf die Beine stellen kann. Das Videomaterial, was ihr hier seht, ist aus der Closed Alpha, die am vergangenen Wochenende stattfand. Und eine Early Access Version oder ein Vollrelease des Spiels wird demnächst auf Steam erscheinen. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Ich hatte beim Spielen sehr viel Spaß und hatte direkt wieder dieses nur noch eine Runde-Feeling, was mich einfach nicht losgelassen hat. Ich werde da auf jeden Fall weiter am Ball bleiben und für euch neue Videos raushauen, wenn es da Neuigkeiten gibt. Damit ihr einen besseren Eindruck von einer normalen Runde bekommt, könnt ihr eine Runde von mir im nächsten Video anschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Und dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Knocked away, repelled.